Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu den Fraktionsmissionen von Ghost Recon Breakpoint. Unsere jetzige Aufgabe ist es, eine Drohne mit Fehlfunktion zu zerstören, die sich nordwestlich von Wreckers Peninsula befindet. Und das ist im Grunde, hier ist Wreckers Peninsula, ich schätze, es ist hier irgendwo in dem Bereich. Also müssen wir einfach von unserer Position aus stur nach Norden fahren und dann müssten wir die eigentlich finden. Ich bin jedenfalls gespannt. Oder man, einen kleinen Wolfdruck. Den lassen wir mal im wahrsten Sinne des Wortes links liegen. Wir hoffen, dass wir hier nicht an irgendeinem von diesen Bäumen hängen bleiben. Das hier Gebiet, das erinnert mich tatsächlich ein kleines bisschen an das Waldbrandgebiet von Wildlands. Es gibt ja auch so ein Gebiet halt, so ein Waldstück, das komplett verbrannt ist. Dort in der Nähe, wo diese Hexenhütte war, war das, glaube ich. So, wo bin ich denn jetzt? Ich bin am Strand, das heißt, ich bin nordöstlich gefahren. Das wollte ich eigentlich nicht. So, das hier... Hallo, ein Murmurschwarm. Da sind wir hier. Okay, also von hier aus geradeaus und dann... kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Mit ein bisschen Glück. Schauen wir mal, ob wir die Drohne finden und was es für eine ist. Eine Behemoth wäre böse. Aber ich vermute ja, es ist so eine Amon oder eine AIM. Sehen wir sie da schon? Oh, da ist ein Funkturm, das ist auch eine Aktionsmission. Oh, hallo. What the fuck? Vasili, Alter. Feuer eröffnet, zack, bam, alles explodiert. Geil. So, aber wir sind jetzt hier. Hier ist Wreckers Peninsula. Das müsste eigentlich hier irgendwo sein. Okay, Team. Feuer frei. Bereit machen, es könnte hässlich werden. Ja, warum schießen die nicht? Hä? Was? Ich drücke F, damit die schießen und die machen nichts. Sind die dumm? Und wiederbeleben will mich auch keiner. Dann bin ich jetzt tot. Geil. KI-Kameraden at their best. Alter. Warum haben die nicht geschossen? Ich meine, dass Vasili von hinten raus nicht nach vorne schießen kann, ist klar. Aber Fury und... wie heißt der andere? Fixit. Die hätten eigentlich schießen können müssen. Da unten. Da ist er. Untersucht alles, was interessant ist. Das hier müsste die sein. Ja, ach, guck mal. Schade, dass ich keine Sniper habe. Aber ich habe was anderes. Und eine Tarnung habe ich. Sehe ich die Drohne wegen diesem grünen Böppel nicht mehr. Könnte ich ja deaktivieren, aber bei den Fraktionsmissionen. Bei den Fraktionsmissionen ist es echt schwierig manchmal zu erkennen, was man jetzt wirklich genau machen soll, wenn man die. Wenn man diese Bubble aus hat. Diese Zielmarkierung. Das gucke ich mal. Da. Bam. Das hat gut geklappt. Das war auch sehr schwierig. Das war schon zu einfach. Das hatte gar keinen Spaß gemacht. Also ganz ehrlich. Es war wirklich viel zu einfach. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn noch hier? Wir haben hier, wie gesagt, eben die Netzwerkantennen. Die eine davon haben wir ja schon gesehen. Machen wir die jetzt auch gerade noch, weil so eine 4-Minuten-Folge wäre etwas wenig. Ich markiere mir die jetzt mal. Die eine ist da. Das müsste eigentlich eine sein. Ja. Hallo. Eines da hinten. Und wir haben... Also die sind meistens so im Dreieck angeordnet. Was hat er denn da hinten noch gefunden? Nix, ne? Nichts Besonderes. Da. So, damit haben wir alle. Und die Kneckese da vorne, die haben auch noch Infos für uns. Für irgendeine der anderen Fraktionsmissionen. Wunderbar. Wunderbar.
Ach, lassen wir die. Das ist auch eine Fraktionsmission. Vorzeitig gealtert. Ich hefte die mal an, einfach nur. Den Thronenprototyp von... Ach, guck mal an. Dann machen wir das auch gleich noch. Warum auch nicht? Ich meine, das hier wird jetzt nicht so lange dauern. Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit geduckt? So, wir haben hier 3 Gegner. Die ich jetzt halt leider sehen kann wegen den Intel-Zeichen, aber, also Info-Zeichen, aber, naja. Um die auszuschalten, müsste ich halt auch die Zielmarkierung ausschalten. Was halt doof ist. Ach nö, nicht ein Heli, nicht jetzt. Kann ich mich da reinlegen, mich da auch getan. Ja, guck mal an. Muss ich mich nicht mit Dreck beschmieren. Tschüsschen! Feindliche Helis abgezogen. So, okay. Ziel auf die Flugdrohne. Roger, Zielannäherung. Ziel auf den Schützen. Bewege mich auf Feind zu. Bin soweit. Mein Ziel erfassen. Geh in Stellung. Ziel ist anvisiert, Boss. Bin schussbereit. Feuer. Okay, Steve. Alles sauber. Rock'n'Roll. So, wenn ich die Infos von einem von denen habe, dann müssen die anderen I-Punkte auch verschwinden. Dann haben wir da wieder ein bisschen mehr Immersionsfaktor geschaffen dann. Hallo du. Gib mir mal deine Infos. Damit dein Kollege hier sterben kann. Ich finde es ja lustig, dass die immer so lange weiterleben, bis sie nichts mehr zu sagen haben. Mehr weiß ich nicht, ehrlich! Mehr weiß ich nicht, ehrlich! Ist er tot? Oder? Noch nicht? Jetzt ist er tot. Das ist einfach witzig. So, dann haben wir hier eine... Habe ich keine? Guck mal, da haben wir das so... Vielleicht vorher ein bisschen aus dem Blastradius rausgehen. Und hoffen, dass die anderen Gegner, also die hören das 100 Pro. Aber egal, da wird es halt ein bisschen... Alternative Lösungswege. Bam. So, das waren 2. Wunderbar. So, jetzt müssen wir aufpassen. Einer erledigt. Scheiße, nicht schlecht, Boss. Vorsicht, die wissen, dass wir da sind. Ja, natürlich wissen die das. Da hinten dürfte keiner überlebt haben, ne? Ich habe diesen Angriffsmarkierer echt früher nie benutzt. Warum nicht? Ich glaube, weil das so ewig braucht, um aufzuladen, aber das ist eigentlich schon ein geiles Teil. Tech hat ihn ja geliebt. Bis er dann aufgrund von einem doofen Bug verschwunden ist aus seinem Inventar und nicht mehr zurückgekehrt ist. Auch nach Bugfixes nicht, was echt schade ist. What the fuck? Wunderbar, das war der. Jetzt haben wir 8 Minuten 40, ja komm, den Drohnenprototypen, den kriegen wir noch. Und dann haben wir 3 Fraktionsmissionen in einer Folge erledigt. Nice. Oh, hallo. Ziemlich gut. Ja, ich würde auch stehen bleiben, wenn ich unter Feuer liege. Ist eine gute Idee, immer. Vor allem mitten auf dem Feld. Ich meine, ich bin bei Multiplayer-Spielen so auch bei, keine Ahnung. Ja, sind die da, PUBG und selbst bei Tarkov. Ich bin auch so ein Spezialist, der einfach mitten in der Pampa stehen bleibt und auf die Karte guckt oder so. Aber tatsächlich ist mir seltenst was dabei passiert. Macht das Ding eigentlich auch... Ah, ich weiß nicht. Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Außerdem ist das Ding noch nicht aufgeladen, also von daher. So. Müssen wir schauen, dass wir den gut erwischen. Erwischen. Und dass er nicht besser... Rückstrahlzone frei! Alter, was halten die aus? Da lebt noch einer.
Heli. Einer da hinten lebt aber noch. Da kommt er. Der Vollidiot. Guck mal, dann mach ich mit der Pistole weg. Und dann noch ein Headshot hinterher. Gut, wunderbar. Damit haben wir die Fraktionsmission in dieser Folge erledigt. 3 Stück an der Zahl. Hab ja gesagt, ich will die Folgen etwas kürzer halten. So 10 bis 20 Minuten. Jetzt haben wir knapp über 10. Das passt. Wunderbar. Dann hoffe ich, du hattest etwas Spaß. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.